Sie steckt fest. Es wird blockiert, die Kurbel und die Rolle. Soll ich dir was sagen? Ich vermute das nicht in dem Raum dahinter. Mhm. Ach nein. Oh. Das ist es doch, oder? Warte, liegen doch bestimmt. Moment, ich kann so nicht arbeiten. Ich brauche mehr Licht. Wo sind hier Fackeln? Da ist eine. Zack. So. Ist die Tür da vorne eigentlich zu? Nein, natürlich nicht. Egal. Hier werden doch wohl irgendwie. Kann ich die anheben? Ja, die kann ich anheben. Uah. Cool, ich hab's wieder aufgefangen. Okay, ich glaube, man muss nichts dagegen werfen. Oh! Doch, doch man cool. muss nur richtig treffen können. Und ich glaube, das war gerade wieder ein Save Point, das ist sehr gut. Hast du gerade eben auch das. Nein, das war einfach nur das Erfolgserlebnis, dass wir diesen. Oh. Dieses Ding da bewältigt haben. Bei Rätsel lösen wird verbessert sich der geistige Zustand. Ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta! So, drehen wir die Kurbel und machen die Falltür auf, wa? Mhm. Miep. Mhm. Du musst schon drehen. Ja, ich drehe gerade erstmal falsch rum, weil die dreht sich ja entsprechend meinem Mausrad. Geht die nur so weit auf? Ja, sieht so aus. Okay, leichte Kopfschmerzen. Miep. Oh Gott. Oh boy. Wenn du jetzt springst, verletzen wir uns. Haben wir eigentlich immer noch? Ja, den haben wir, aber der ist... Eigentlich könnten wir uns leer. Da jetzt neue Säure reinfüllen. Weil die Chemikalien sind da noch in dem Labor drin. Oh. Ich weiß nicht, könnten wir eigentlich mal probieren. Jumpen wir da erstmal runter oder machen wir das auf der nächsten Session? Ich weiß es nicht. Lass das auf der nächsten Session machen, weil gerade ist unser geistiger Zustand relativ gut. Da ist es immer gut abzuspeichern. Deswegen okay. werden wir jetzt einen Cut setzen. Und mal schauen, wann wir die nächste Session aufnehmen. Merkt euch, wir stehen auf dieser Truhe. Wenn wir woanders stehen, haben wir heimlich weitergespielt. Nein, haben wir natürlich nicht. Das verdirbt den Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss. So. Hallihallöchen, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, wir stehen noch auf der Kiste. Da habe ich mich, muss ich aber gestehen, gerade eben wieder draufgestellt, weil wir noch gerade eben rumgelaufen sind, kurz um unseren Sound zu checken. Ja, und ich meine, wir hätten beim letzten Mal, hätten wir das da geregelt, sodass das da unten aufging, dass das als der nächste Plan wäre. Ich will da aber nie runter. Dann bewege ich dich da runter. Sarah ist gemein zu mir. Ja, ist sie. Und Sarah hat einen Ducken. Ja, Moment, ich muss gerade erst wieder rausfinden. Moment. So, C. Also Steuerung ist Drucken, Ducken. Und Shift ist Rennen. Ja, und Sarah hat neue Kopfhörer. Und ich habe mittlerweile zum, ja, offiziell zweiten Mal den neuen PC. Ja. Das ist so fies. Ich habe immer noch den einen alten. Ja, okay. Eigentlich ist es ja nur... Oh. Wow. Okay. Eigentlich ist es ja nur... Das erste Mal noch der neue PC. Also es ist der neue PC, sag ich mal. In neu aufgesetzt. Und ja, in neu aufgesetzt, weil der Kumpel, von dem ich den gekauft habe... Endlich haben wir mal so Licht. Hat den... Ja, erstaunlich, ne? Mhm. Hat den für mich aufgesetzt, hatte allerdings eine Windows 7 Version draufgetan, die ich mit meiner Windows 7 CD nicht aktivieren konnte. Das heißt, ich durfte ihn nochmal einmal komplett neu aufsetzen. Unheimliche Geräusche. Well, ui. Flashback. Scheiße. Wasser! Also zufällig weiß ich schon, was es damit auf sich hat. Denn wie ihr da seht, Schritte! Welch Freude! What the fu? Ich werde jetzt mal die Fresse halten. Vielleicht wissen es einige von euch. Ich weiß schon, was es damit auf sich hat. Oh, ich habe so eine Vermutung, dass es nichts Gutes ist. Da hast du sogar so recht mit deiner Vermutung. Wow. So, ich weiß jetzt nur nicht, ob man durch das Viech durchspringen kann. Ich probiere es einfach mal. So. Weil ich möchte da hier eigentlich rein, ne? Moment, liegen hier irgendwo Steine oder sowas? Was ist denn die Grafik? Die Grafik kommt mir so verzogen vor von den Farben her. Dir auch? Nee. Oder liegt das nur daran, dass ich die Gamma einstelle? Das liegt am Licht. Am Licht der Stelle, wo wir gerade sind, und die Farben sind eigentlich
Ja, und du hast die Kamera einstellen höher gedreht. Das ja, noch höher habe ich jetzt, ja, aber letztes Mal waren sie noch nicht. Also ich habe sie genauso hochgelassen wie bei der letzten Aufnahme. Ist ja schon echt das Viech gewesen. Boah, ich habe Angst, da jetzt reinzurennen. Leute, wünscht uns Glück. Oh, tu's nicht. Ah, ja, tut's eh gleich. Und dann erschreckt er mich zu Tode damit, dass er losläuft. Ah! So, und da ist das Viech. Und dann hüpfen wir jetzt mal von Kiste zu Kiste. So. Schauen wir doch mal, ob hier in den Regalen irgendwas Bewegendes steht, was wir nehmen können. Nur, ich sag, dass es sich nicht bewegt. Haha. Da hinten ist ein Hebel. Ja. Oh, Junge, ey. Das ist sogar bei Tageslicht schwierig. Ich glaube, da in denen steht nichts mehr so gut. Hey, das Pflanzenreich. Bis so, ja, statt tatsächlich, da ist schon wieder das Pflanzenreich. So. Das kannst du werfen. Stimmt. Das habe ich mir gerade auch so überlegt. Dann spurtet das Viech nämlich erstmal dahin. Oh, ja. Moment, was für einen geistigen Zustand haben wir eigentlich gerade? Okay, geht. Auch ja, wenn man es nicht sehen kann. Aha. Ja, aber man sieht ja, das ist der Vorteil. Dass die Macher sind nicht ganz fies gewesen. Nein, mit Zeitschaltung. Also das wäre jetzt endfies. Oh, Zeitschaltung ist fies. Das finde ich das ist bei allen Spielen fies. Also es hört sich zumindest so an. Na, warten wir einfach mal eben hier ein bisschen. Ja, nehmt es uns jetzt gerade nicht übel. Oder der bewegt sich, oder da hinten bewegt sich irgendwas. Ja, das hört aber sich so, als ob sich genau dahinter. Ja, da, hier in dieser Richtung ein Tor öffnet, ich weiß. Genau. Aber wieso dieses. Klack, 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 klack. Weil es gerade eben ausgegangen ist. Und der Hebel auch wieder nach unten ist, den ich vorher nicht nach unten bewegen konnte. Oh. Also doch eine Zeitschaltung. Puh, ich hasse Zeitschaltung in jeder Form. Und nimm irgendein Buch mit. Ja, deswegen habe ich mir das da doch schon bereitgelegt. Gut. Ich bin ja nicht ganz dämlich. Kann ich das auch so jetzt? Nein, so kann ich das. Also ich muss in die Hocke gehen. Da, Hebel umlegen, Buch nehmen, lossprinten, auf den Flur gehen, im Flur das Buch wegwerfen und dann dahin sprinten, wo das Viech nicht ist. Ja, vor allen Dingen, wo das Tor aufgeht. Den Gang entlang sporten. Klingt das mehr oder weniger logisch? Das klingt mehr oder weniger logisch. Ich überlege gerade, ob ich. Okay. Ob du was? Ob ich das Fenster nicht so verdunkeln will. Ja, so. Nein! Oh! So, gehen wir hier noch in diesen Raum? Geh nochmal zurück. Dreh dich nochmal zurück. Wohin? In den kleinen Raum. Ah, nee, okay, das war nur ein Papyrus da rumschwimmen. Ich dachte, das blinkt. Ach, scheiß drauf. Man hört das Viech schon hinter uns irgendwie schreien oder sowas? Ja, das war ich. Nein, nein, dieses. Oh. Das Viech macht auch Geräusche und. Das höre ich gar nicht. Moment, also, war ich nicht vorhin der den leisen Sound hatte? Egal. Also soll ich mal eben kurz unsere Fenster irgendwie abdunkeln? Ja. Es ist gerade 6 Uhr abends, gerade mal. Gerade mal, das? Und das im. Oh, Laudano, perfekt. Pflanzenreich! Yay! Hier, friss das, du Monster. Los, friss es, wir wollen dieses Buch nicht. Und ein Schädel. Cool, Moment, den konnten wir auch drehen mit R, ne? Konnten wir. Ach komm, ich verdunkel mal eben die Fenster. Ja, verdunkel doch mal eben die Fenster. Und warte dich ja nicht, dich jetzt megamäßig zu erschrecken, weil dann erschrecke ich mich selber zu Tode, ohne dass ich es höre. Ja, keine Funkkopfhörer mehr. Ja, ja, sie hat jetzt sich tatsächlich ordentlich Kopfhörer besorgt, oder? So. Hier gibt es auch das wolltest du sie nicht? Also zur Info, was sie jetzt gerade getan hat. Ich habe zwei Fenster in meinem Zimmer und sie ging zuerst zum weiter entfernten. Und macht es auf und kommt dann zu dem Fenster, was hier quasi neben mir ist und wollte es, war drauf und dran, es auch aufzumachen. Hust, hust. So, mal schauen. Hier steht noch ein Buch, noch ein Pflanzenreich, glaube ich.
Wieso hab ich nicht aufgeräumt? Denn ich darf bei dir fast über alles drüber stolpern. Oh, armes Tuk-Tuk. Du kannst ja bei mir aufräumen, wenn es dich stört. Ja, es würde mich stören und nein, ich habe es nicht vor. Wieso nicht? Moment, wo ist der Ausgang? Es wird wieder vollkommen in die Atmosphäre drin. Kannst du den zweiten Bildschirm nicht ausmachen? Ich kann auch den zweiten Bildschirm ausmachen. Der war aber eigentlich die... Ach, das ist scheiße. Ist doch egal. Ja. Wollte ich gerade in dem Moment auch sagen. Ah! Hast du ein Buch? Du hast kein Buch! Und gleich hat's uns. Erstmal kann ich da die Kiste nicht hochsteigen. Ich kann die Kiste nicht besteigen. Oh, Henning. Ich weiß, langsam werden wir in die Boden. Bitte, andere Witze. Bitte. Fritzchen geht mit seinem Opa zum Angeln. Dann können wir zumindest mal rausfinden, wo dieses Tor ist. Genau, das hatte ich jetzt nämlich auch vor, weil mittlerweile sollte das eh wieder... So, lass mal das Viech erstmal nach hinten gerade sprinten. Wow, was für ein Sprinter. Ja, ich glaube, wir müssen das rote Zeug auch wieder weg. Ach, da hinten. Ich habe kurz überlegt, ob man das rote Zeug auch wegätzen muss. Nope. Wir haben gar keine Säure mehr dabei. Also wir haben jetzt zwar noch den Chemietopf, okay. Aber wir haben keine Säure mehr. Ach so. Okay, also das ist auf jeden Fall das Tor. Ja, das Tor wird es wahrscheinlich dann sein. Ein schweres Tor. Ja. Also ganz leicht kriegen wir es angehoben, aber... Dann so ein schönes Memento. Die werfen Lufttor auf. Die waren auf M, ne? Ja. Das Tor ist zu schwer. Es muss einen Öffnungsmechanismus geben. Sag doch einfach, mach das verdammte Tor auf. Das, so doof bist du nicht. Das wäre dem Spiel zu langweilig. So, und wie ich ja schon erwähnt hatte, ich kenne das Viech. Und ich weiß, was passieren wird, wenn es uns erwischt. Und sterben? Mittlerweile wird Sarah es auch wissen. Und zwar richtig, wir werden draufgehen. Klar. Oder zumindest relativ schwer beschädigt. Also, ja. Beschädigte. Wir sind doch kein Auto. Ja. Oh. Es stand noch da hinten, cool. Ja, weil es keinen Grund hatte, sich zu bewegen. Bist du? Ins Wasser gekommen. Ja, scheiß drauf. Ich nehme gleich wieder ein Buch mit. Lass es bis da an den Ende vom Gang. Hm. Und dann ich glaube, wir kommen hier nicht weg. Doch. Wir müssen wieder zurück. Du willst ja jetzt nicht ernsthaft... Das Viech ist langsam. Hallo? Guck mal, das ist da immer noch. Das ist vorhin wie sonst was gesprintet an einer Stelle, als du ein Buch geworfen hast. Ja, aber meistens ist es langsam. So, und jetzt müssen wir nur noch da rein. Hebel umlegen, schnappen uns ein Buch, lassen es bis da. Ja, mach du, mach du, das ist dein Job. Schön, wie sie das alles auf mich abwälzt. Warum nur? Na, von mir aus. Sag mal, kann das sein, dass wir gerade nur eine Framerate von 18, 19 haben? Ja, ich weiß aber auch nicht, ob Fraps sich gerade im Moment... ich werde mal gerade eben im zweiten Bildschirm nachgucken. Da habe ich nämlich Fraps drauflaufen. So, Moment. Drücken wir mal eben Tab. Dann haben wir nämlich eine Maus, glaube ich. Können wir dann das Fenster verlassen? Nein, können wir nicht. So. Jetzt sind wir raus. Jetzt weiß ich noch nicht, wo mein Mauszeiger ist. Er war da. Ja, er war irgendwo. Ich weiß nur nicht, wo. Moment. Da war was. Also, man hat ihn gesehen, aber... er will mir da nicht. Moment. Jetzt sind wir gerade wieder bei Wechsel mal zu Fraps. Ach, so geht's doch. Ja, da. Also ist es eingestellt auf. Er geht automatisch wieder. 30 FPS, aber sieht so aus, als. Ach, weil ich die Framerate nicht gelockt habe. Wahrscheinlich. Moment. Wir beenden mal eben kurz die Aufnahme und locken die Framerate, weil ansonsten haben wir echt nur eine von 20. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir wollten eigentlich nur die Framerate locken. Es wurde dann eine Tortur etwas längere Diskussion von mehreren Minuten über andere Projekte und ähnliches. Und Wasser. So. Und Wasser natürlich. Ein neues Buch. Die Biblia. Bibel. Es gibt tatsächlich ein weiteres Buch mit einem Namen. Tatsächlich, die Biblia. Also die Bibel, ja, nehme die ich Bibel. Mal an, ne? Okay, das legen wir das uns jetzt keiner. Mal hier hin. Das wusste niemand. Wieso nicht? Korrigiere, ich wusste es nicht. Ach so. Annähernd, ich dachte, das war das annähernd dazu wusstest du es auch nicht. Okay. Oh Gott, und ich habe die Portal. Ich hab gesehen, wie wir die Portal-Folgen hochgeladen haben. Und ich verspreche euch, dass ich auf jeden Fall versuchen werde, nie wieder in einer einzigen Aufnahme 50 Mal Die Bitch Die zu sagen. No. Oder mich in ähnlicher Weise mit unpassenden Kommentaren zu wiederholen.
weil das war einfach nur noch Panne und ich war an dem Tag sowas von hyperaktiv, weil ich viel zu viel Süßkram gegessen hatte. Und ich entschuldige mich nochmal nachträglich. Hey, Moment, hier ist ein zweites Viech. Unfair! Ja, natürlich. Aber hey, Oh, Körperteile. Om nom nom. Wenn ich die jetzt... Ah, das ist gerade abgerissen. Nein, ich glaube, es lag nur da drunter. Also, ich hoffe... Körperteile, om nom nom. Schauen wir doch einfach mal zu, was passiert. Om nom nom. Cool. Oder kann man es damit von Weiler an einer Stelle beschäftigen? Das sieht zumindest so aus. Jetzt ist das Körperteil weg und das Viech ist wieder... So. Warum kannst du das nicht einfach an der roten Masse nähern? Ich hab das Problem nicht. Shake hands! Oh, Jingle! lass mich halt! Ich muss niveaulose Witze machen. Ja, muss er. So, ich die nehme, Schule ich nehme geht an, wieder los. Er hat wieder neuen Nachschub. Ja, das ist das Schlimme. Und ich habe auch noch Kurse mit den Klassenclowns von früher. Beziehungsweise die eigentlich immer noch Klassenclowns sind. Egal. Ich würde vermuten, wir müssen da lang, ne? Ja. Sieht zumindest ganz stark danach aus. Das heißt, ich gucke jetzt mal eben, dass man den Körper nehmen kann. Den nehmen wir nämlich mit. Habe ich uns gerade überlegt. Können wir nicht einfach nur den Arm mitnehmen? Nö. Ist ja langweilig. Der Torso ist viel cooler. Und dann schmeißen wir den nach da hinten hin. So, warten eben, bis das Viech da ist. Oh, lauf einfach. Du hast gerade den Torso verloren. Und ja, mit dem Torso kann ich nicht hoch genug springen. Neue Arme und mit dem Torso kann ich nicht hoch genug springen. Ich vermute, das ist ein Bein, weil dieser Arm wirkt so klein. Oder der Arm ist von einem Kind. Kinderarme. Om nom nom! Affenhirn auf Eis. Ja, okay, das ist lecker. Affenhirn auf Eis? Ich habe bereits... Boa Surprise, ne? Ja, ich habe bereits Fishfingers mit Custard gegessen. Ach, ja. Also, ich habe definitiv den beklopptesten Geschmack von uns beiden. Wobei, okay, ich habe von Tingle Nutella-Brötchen mit Käse obendrauf. Adaptiert, was ich persönlich sehr lecker finde. Adaptiert. Was haben wir noch für sehr bekloppte Essensmöglichkeiten? Keine Ahnung, aber Affenhirn auf Eis ist schon sehr lecker. Ja, hinter uns ist irgendwo. Die Frage ist, wo ist der Hebel? Da ist ein Drehding. Da? Weiter unten? Weiter unten? Da. Da. Das. Scheiße. Ja, okay, wir haben ja hier genug. Schmeißen wir eben das da mal hin. Nicht gut! Nicht gut! Fuck! Kaum bei Bewusstsein. Eine Wunde blutet ziemlich stark, schmeißen wir mal noch eins ein. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Okay, hört sich gut an. Okay. Gut! Ich seh's schon kommen, wir machen auch im Endeffekt eine Compilation von unseren tollen Amnesia-Kommentaren. Ich glaube auch. So, nicht umfallen. Ey, nee, jetzt nicht ernsthaft, oder? Sarah, nicht so laut, bitte. Ich glaube, es ist wieder umgekippt. Ja. Ach, das Ding schwimmt. Das ist das Problem. Schwimmt es? Ja. Das finde ich scheiße. Moment. Pass. Pass, Hasso. Wohl. Holen wir uns die Kiste hier auch nochmal. Und stellen die mal da drauf, daneben. Ich sag ja, die schwimmen. Nein! Scheiße. Okay, das war jetzt nicht so besonders intelligent. Schlau, Kopf. So, Fass. So, ich hoffe, wir können uns auf das Ding da drauf stellen. Ich warte mal eben, bis das Viech da hinten am Fressen ist, beziehungsweise... Ja, wunderschön. Sehr geil. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. So, wenn ich das Ding hier jetzt mal so ein bisschen kriege. Eine langwierige Arbeit, so ein kleines Rädchen zu drehen.
Vor allen Dingen, weil mir gerade auffällt, ich mache die Mauskreise genauso klein. Okay, und es geht nicht wieder runter.